Oh mein Gott, wo bin ich denn hier gelandet? Aber richtig schöne Küche. Mensch, Joey, du bist doch in meiner Küche hier. Das ist meine. Kennst du ihn nicht? Mundschuhe, ich hab sogar mein Ring nicht mitgebracht. Oh. Hallo meine kleinen Mini-Freunde. Ich habe heute wieder jemanden ganz, ganz besonderen mitgebracht. Und zwar ist es wieder Marvin. Du scheiß Rhabarber, ey. Martin, du hast wieder einen Fuß, hast du gesagt. Und es stimmt. Leute, ich hoffe, ihr könnt euch noch an unser letztes Video erinnern, in dem wir das beste Gebäck gegessen haben, was es überhaupt gibt. Und zwar ist es die einzig wahre, sensationelle. Oh, ich habe gerade sowas von mein gestoßen. Ist mein Schrank gerade zusammen. Oh mein Gott, wirklich? Es geht noch. Sensationelle, phänomenale, wunderschöne. Du hast es richtig auf meine Finger geschlagen. Du hast die so mit Fingern locker abgestorben. Benjamin Blümchen-Torte. Aber Leute, wisst ihr, was uns aufgefallen ist? Dieses Teil ist viel zu klein. Mit einem Haps ist das im Mund. Weil dieses Teil so winzig klein ist und man es fast einatmet, haben wir uns gedacht, gut, wir machen einfach heute die XXL-Variante davon. Und wir werden hundertprozentig eine wunderschöne Benjamin Blümchen-Torte. Und deswegen würde ich sagen, lasst uns das größte Tortenspektakel endlich starten. Falls ihr eigentlich noch gar nicht wisst, wie eine Benjamin-Blümchen-Torte aussieht, so sieht dieses wunderschöne Stück aus. Und es ist halt wirklich das Geilste. Ja. Okay, Marvin, was brauchen wir natürlich als allererstes, wenn wir versuchen zu backen? Natürlich die Zutaten. Und die zeigen wir euch jetzt. Als allererstes brauchen wir 290 Gramm Zucker. Super. Das hat sogar gehalten. Als nächstes benötigen wir 300 Gramm Butter. 270 Gramm Mehl. Und jetzt zwei Esslöffel von Joeys absoluter Lieblingsmarmelade, Aprikosenmarmelade. Okay, als nächstes brauchen wir 6 Eier. Aber wo können wir die jetzt herholen? Hast du eine Idee? Keine Idee, wo die herkommen. Also, nein, hast du kaputt gemacht? Alles cool. Auf jeden Fall haben wir unsere Eier natürlich wie immer in unserer Abzugshaube versteckt. Das ist nämlich super, das ist ein Tipp vom Dorf. Wenn ihr eure Eier nicht verlieren wollt, tut sie einfach in eure Abzugshaube rein. Da findet sie niemand. Das sind so hässlich, ist nicht normal. Ein Teelöffel Backpulver. Oh mein Gott, hab ich denn das? 50 Gramm Speisestärke. 360 Gramm Kuvertüre. Direkt in die Fresse. Oh mein Gott, das war Spaß. Überraschung dafür. Immer für eine Überraschung dafür, hab ich gesagt. Immer für eine Überraschung dafür. Boah, ich bin so dumm, Alter. So ein Brot, das ist nicht normal. Außerdem benötigen wir 250 Gramm Puderzucker. Nein, wir haben die saure Sahne vergessen. Brauchen wir noch saure? Ja, wir brauchen auch noch saure. Wir machen Abbruch. Dafür haben wir 1500 Gramm Schlagsahne. 800 Gramm Mascarpone. Das sind aber nur 200 Gramm, das ist dir klar, ne? Was mit dem Rest? Ja, kannst froh sein, dass ich den auch noch hier in meinen Schoß liegen habe. Als nächstes brauchen wir 260 Gramm Erdbeermarmelade. 2 Teelöffel Vanilleextrakt. 15 Teelöffel Sanapaz. Oha, voll schön. Voll gut präsentiert. Ja, ne? Guck mal, generell ist auch richtig schön mit. Hä, das ist ja voll Premium. Und um unsere Torte wunderschön zu verzieren, brauchen wir natürlich einmal Konfetti. Und andererseits brauchen wir noch eine Oblate. Die so gar nicht auf diesem Tisch hier gelandet ist. Oh Mann. Was? Wir kommen zum allerersten Schritt, Leute, und den muss ich. Hä, ich räume noch weg, Joey. Ja, ist doch okay. Nein, wir sagen, dass wir zum ersten Schritt kommen. Wir haben unser heutiges Rezept von Kikis Kitchen. Shoutout geht raus! Und Kiki, hoffentlich du hast einen guten Job gemacht. Hoffentlich habe ich irgendwann auch mal gutes Deutsch, ne? Zuallererst wird der Mürbeteigboden vorbereitet. 180 Gramm weiche Butter. Was hast du denn jetzt gemacht? Wieso schmeißt du denn die ganze Butter da rein? Chill doch mal! 270 Gramm Mehl. Stopp! Oha, eins zu viel. Aber direkt. Jetzt sind es 92 Gramm Zucker. So, und jetzt kommen wir zum ekligen Part, denn wir müssen das Ganze nicht mit einem Mixer vermixen, sondern mit unseren Händen. Vor allem so einen Batzen Butter rumzukneten, richtig ekelhaft. Das verbindet sich gar nicht, das ist viel zu trocken. Mein Kiki, was machst du mit uns? Also, reicht, ja, oder? Super prima. So, was hat sie jetzt gesagt? Kommt dann für eine Stunde in den Kühlschrank. Ja, eine Stunde, 15 Minuten. Passt. Wollen wir es einfach 10 Minuten in die Tiefkühltruhe tun, reicht auch. Safe. Jetzt kümmern wir uns um den eigentlichen Boden. Und der geht so hier. Oh, kann sie schneller reden. Sorry, Kiki, ne, aber... Also als erstes brauchen wir jetzt unseren Mixer. Oha, wie heißt der? Elke. Elke ist aber... Oh mein Gott, wie geht denn das Ding ab? Wir schlagen jetzt die Eier auf. 3 Minuten müssen wir jetzt einfach nur dieses Eiweiß mit Salz steif schlagen. Da haben wir keine Zeit für Kiki. Du kostest jetzt.
Hallo, Salmonellengefahr, rohes Ei. Oh mein Gott, du stirbst jetzt im Instant. Ich wusste gar nicht, dass Eigelb so schaumig sein kann. So, und ich habe schon ein paar andere Backvideos hinter mir. Mein Gott, ich habe mich fast kastriert. Wir müssen die Hälfte des Zuckers hier reinmachen. Die Hälfte? Nicht von der ganzen Tüte. 100 Gramm. Warum 3 Minuten, wenn man nur Zucker reinmacht? Ja, ne, voll unnötig. Kiki will nur auf 10 Minuten kommen, damit sie mehr Werbung schaffen kann. Ich bin so ein Arsch. Jetzt das Eigelb mixen mit dem anderen Zucker. Oh mein Gott! Oh nein, das ist auf mein Handy! Ich bin auf Turbo gekommen. So, was wir jetzt machen müssen, ist natürlich unser Eigelb in das unter Ei. Das Eiweiß unter das Eigelb. Ja, genau. Oh, so sagst du nicht gleich eigentlich. Man muss es langsam unterheben, sonst wird das nichts, habe ich gelernt. Ach, Quatsch. Guck mal, es läuft gleich alles raus, Mann. So. Boah, aber das riecht eklig. Das riecht richtig nach so Bratensoße oder sowas. Wir machen das jetzt hier in die Schüssel rein. Ja, mach doch. Ja, halt doch mal den Schaber fest. Boah, das sieht schon richtig satisfying aus. So ein Instagram-Video. Ja. Das riecht richtig wie so Rentner. Bah, ich kotze, das riecht so eklig. Du mit deinem Rentnerhals. Das war meine Oma so voll enttäuscht, wenn ihr das Video kam. Deine Oma dreht Kontakt am Bruch. Richtiges Töpfer-Feeling hier, ey. Oh, scheiße. Wir haben bei dem Boden aus der Tiefkühltruhe vergessen. Das ist bestimmt steinhart. Oh mein Gott, nein. Das ist echt steinhart, ey. Wir packen jetzt unseren fertigen Teig in die Form und dann geht's ab in den Backofen. Hier, du darfst jetzt die Form einfetten. Geil. Mit der Butter? Und diesem Stabding, was du mitgebracht hast. Ja, ich kann einmal die Butter so nehmen und das. Nein, gib mir den Pinsel. Aber den muss man mal waschen, da sind ein paar Pusseln dran. Oh, nee, das ist so anstrengend. Ich bin so faul, das ist nicht normal. Sag ich mal, Herz. Boah, jetzt standest du da, hättest du den auch abwaschen können. Ich bin so sympathisch. Sympathieträger. Voll der Suite. Geil. So, komm. Boah, du hast ihn jetzt nicht abgewaschen, ne? Du hast ihn jetzt einfach trotzdem benutzt. Du hast gerade eben gesagt, du hast ihn abgewaschen. Ach so, ich dachte, du mit dem Mixer. Nein, ich hab den Mixer abgewaschen. Du bist so hässlich. Ich dachte schon, wieso willst du, dass ich unbedingt den Mixer abwasche? Und ich so, ich hab mich voll gefreut, dass ich das endlich benutzen kann. Du gesagt hast, du hast es abgewaschen, weil du schon lachst, so die ganze Zeit nicht verwaschen. Ja. Boah, das stinkt einfach. Boah, ich kann nicht mehr. Ja, klar. Ja, kannst du es mal ein bisschen hochheben, die ganze Schüssel hängt im Kuchen. So, ab damit in den Backofen. So, jetzt müssen wir unsere Eisklumpen versuchen neu zu kneten und die dann zu einem 30 cm Durchmesser Keksbodenteig zu formen. Oh Mann, das ist so anstrengend. Ich habe keine Kraft, um jetzt hier, es ist 10 Uhr morgens, Alter. Boah, ich stell das jetzt in den Kühlschrank, sonst ist es gleich eklig. Und schon wieder steht diese scheiß Klopapierrolle im Bild. Riech mal daran, wie riecht das für dich? Das ist ekelhaft. Nach Heu. Ja, aber nach Heu? Ja. Ja, da war aber schon Rentner dran, an dem Heuball. Das riecht doch nicht mehr nach Heu. Jetzt müssen wir das ausrollen. Du hast doch so ein cooles Nudelblech, oder? Jetzt geh mal weg mit deiner Schmandtan. Halt dieses Brett fest. Nur noch die Drecksarbeit machen. Yeah. So, heb drauf. Heb drauf. Ja, du musst es jetzt da drauf heben. Also das geht doch selbst kaputt. Ja, wie machen wir das jetzt? Ja, mach das, ich muss mal alleine machen. Du bist so grob. Ich bin gar nicht grob. Ich bin einfühlsam Deluxe. Einfühlsam Deluxe hier. Oh, hier ist ja eine Schranktür. Voll schön geworden. Ich bin stolz auf uns. Wir brauchen nicht so ein blödes Rezept. Wir können das einfach machen, wie wir ganz wollen. Ganz genau, Kiki. Wir machen nämlich unser Ding. Wir lieben dich, Kiki. Kiki, du bist eine frische Nudel. Okay, Marvin, was passiert jetzt? Ich weiß auch nicht, was passiert, aber meine Hände bewegen sich in den Backofen. Okay, Leute, wir haben ein kleines Problem. Unser Biskuitboden ist super eingegangen. Das ist ein richtiger Krater. Da hat mir so ein Meteorit eingeschlagen. Das ist einfach nur ein Loch, was wir da gebacken haben. Wir werden jetzt unsere Schokolade mit unserer Butter schön einschlagen. Schmelzen und dann haben wir gleich unsere Schokocreme. Wir müssen auch die Butter drauf machen. I, da rein? Ja. I, das wird auf einmal so klumpig. Ich glaube, wir haben es zu heiß gemacht oder so. Nein, es wird wieder so Kuchen. Scheiße, das hat mir beim letzten Mal auch. Wieso kann ich das nicht? Ey, jedes Mal wird so ein scheiß Kuchen draus. Also eigentlich kommen jetzt Schlagsahne, nee, saure Sahne rein, aber wir haben halt keine saure Sahne gekauft. Deswegen machen wir jetzt einfach Mascarpone rein. Und jetzt vermengen. Oh, doch, es ist noch cremig geworden, ne? Geil, wir haben es doch nicht verkackt. Aber das sieht nicht so richtig aus wie Creme, so, ne? Jetzt hast du eine richtige Scheißfarbe. Wir müssen jetzt die Erdbeercreme machen und haben folgendes Problem. Wir haben 1,4 Liter Schlagsahne. Wir müssen die einzeln schlagen, glaube ich. Wir machen jetzt die Sahne rein. Oh, mach mal meinen Mund so rein. Nee, mach doch nicht. Oh, Marvin. Wieso hörst du immer so instant auf alles, was ich sage? Ich vertraue den Leuten, die ich mag halt. Das kommt direkt aus der Kuh, glaube ich. Boah, riecht auch so richtig nach Fett einfach. Und meine Hand auch. Kannst du mir abwischen? Machen das nicht so intelligente Menschen, weil dass sie so ein Tuch drüber nehmen und dann so? Ich wette, wir haben eh schon wieder verkackt. Wir haben schon längst Butter gemacht.
Und jetzt kommt die dritte Fuhre. Das klingt immer so ekelhaft einfach. Das ist richtig klumpig einfach. Das ist hundertprozentig jetzt Butter. Nein. Leute, das ist richtig klumpig. Mamet will es einfach nur nicht zugeben. Das ist keine Butter. Sieht so Schlagsahne aus? Ja, du musst der Schlagsahne noch ein bisschen Zeit geben, sich zu legen. Ja, die ist aufgebracht. Ich habe gerade wieder rumgestochert vielleicht. Wir vermischen jetzt Mascarpone mit Puderzucker und Vanilleextrakt. Boah, Alter. Jetzt kommt unsere schöne Buttervanille rein. Und wie sie aussieht. So eine eklige Müllparty. Boah, wie gut das riecht. Endlich mal irgendwas, was gut riecht. Ich schmier mir das unter die Lippe. Riecht das denn die ganze Zeit so? Unter die Lippe vor allem. Marvin riecht mit seiner Lippe. Ja, schmeckt wie eine Tomate mit Vanille. Boah, jetzt hast du es mir kaputt gemacht. Damit sich die Marmelade besser in der Creme verteilen lässt, werde ich sie jetzt noch einmal kurz pürieren. Nee, Alter, Kiki, vergiss es. Hallo, ich habe die gute Samtmarmelade, da muss man gar nichts pürieren. Wir mixen in 3, 2, 1. Boah! Hör auf jetzt damit! Zum Schluss nur noch die Sahne unterheben. Die ganze Sahne? Das alles! Ja. Da drunter heben! Gib mal was rein. Ab geht die Butter. Ein bisschen ekelhaft, um ehrlich zu sein. Mm. Das Kiki hat scheiße gelabert. Das ist keine Blütentorte. Sorry, Kiki, aber uns kannst du nicht für dumm verkaufen. So Leute, wir kommen zu unserem Boden. Ganz kurze Frage. Wie wollen wir diesen Biskuitboden durch zwei teilen? Wenn wir das jetzt durch zwei teilen, haben wir halt einen Ring und einen Boden. Der geht voll, oder? Guck mal, da kann so richtig die Haut so abziehen. Wow. Das sieht voll schön aus in der Kamera. Oh, das sieht aus wie so ein Prinzentaler. In riesig. Wollen wir es einfach umbenennen? Der größte Prinzentaler. Wir haben jetzt unsere beiden Böden, die kommen jetzt erstmal zur Seite, denn wir kommen jetzt erstmal zu unserem riesigen Mürbeteigboden. Das ist ein richtig geiler Cookie. Voll geil, guck mal. Neue Videoidee, der größte Cookie der Welt. Direkt dampfen. Oh nein. Ja, wollen wir das jetzt dran pappen oder nicht? Wie sollen das halten? Ja, halt nicht, ne? Ganz vergessen. Ja, können wir wenigstens noch was essen. Jetzt sie hier. Und jetzt kommt der erste Boden drauf. Aber schön. Joey ist zurück von der Toilette. Stuhl ist da. Let's go. Also Leute, was wir jetzt als erstes machen, ist einfach mal die Schokocreme hier erstmal schön breit schmieren. 1, 2, 3. Jetzt kommt der zweite Boden drauf. Guck mal, der ist noch richtig Pudding hier unten. Riech mal da dran. Das riecht wie so ein gekochtes Ei. Boah, ich fass es nicht, ey. Wir haben so reingeschissen, Marvin, ey. Also Leute, folgende Situation. Wir haben gerade gemerkt, diese Torte ist richtig für den Arsch. Wir haben voll reingeschissen. Aber wir versuchen die jetzt noch Freestyle-mäßig zu retten. Und deswegen brechen wir jetzt mit unserem Rand alles, was übersteht, ab. 1, 2, 3. Boah, richtige Killer, Mann. Und wir müssen jetzt hier nur noch unsere komplette Erdbeercreme drauf machen. Und dann läuft der Hase. Komm mal ein bisschen mal darüber, das ist schon wieder. Boah, nach dem Apfelsaft. Der ist fast in die Steckdose. Also Leute, unsere Torte an sich ist jetzt fertig. Die muss jetzt aber halt noch abkühlen, weil noch ist sie im flüssigen Zustand. Dezent. Und deswegen packen wir sie jetzt in die Kühltruhe. Ja. Leute, wir kommen zum großen Moment des Lebens. Unsere Torte ist gefroren. Meinst du, sie ist gefroren? Ich traue gar nicht, diese scheiß Tiefkühltruhe aufzumachen, weil sie eben nicht gefroren ist. Oh mein Gott, nein. Okay, du darfst nicht zu doll. Wir waren übrigens gerade nochmal Sprühsahne kaufen, weil wir die ganze Sahne aus Versehen verwendet haben. Oh nein, das ist übelst der Brei, ey. Oh mein Gott. Killer, okay. Oh scheiße. Ist ein bisschen Eskalation, aber das kann man verstreichen. Die schmeckt so widerlich, ne? Kiki, was hast du uns gemacht? Lass ehrlich sein. Oh, wir sind ehrlich. Ja, eigentlich sieht es halt so aus. So, wir kommen zum letzten Schritt und zwar ist das die Verzierung. Kiki hat gesagt tupfen. Aber so kleine Dinger, ne? Boah, Killer. Und jetzt die Oblate, die legen wir jetzt hier hin. Wir kommen zum allerletzten Schritt und zwar das Konfetti. Los geht's. Voll schön. Ja doch, es sieht gar nicht so schlecht aus, ne? Ja, die hauen alles raus. Es kommt der Zeitpunkt, auf den wir alle gewartet haben. Wir werden unsere großartige Benjamin-Blümchen-Torte jetzt endlich probieren. Oh, sieht voll innen voll schön aus. Ja. Oha. Siehst du sogar den Aprikosenpart davor? Ja. Killer, sieht aus wie gekauft. Okay, Marvin, bist du ready? Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Wir gönnen in 3, 2, 1. Also von der Konsistenz her könnte es auch Kaugummi sein, ne? Also irgendwie ist schon geil, aber irgendwie so ein richtiger Horror. Kannst du nicht beschreiben. So Leute, ich glaube, das war genug Trauer in einem Video und genug Zucker. Boah, Diabetes ist calling einfach. Liebe Freunde, wenn euch gefallen hat, wie wir diesen riesigen Fail kreiert haben, ja, also Benjamin Blümchen Torte XXL heißt nicht ist.
Hat nicht so ganz hingehauen. Dann lasst dem Video gerne ein Däumchen nach oben da. Wir haben übrigens noch ein Video auf Marvins Kanal gedreht. Ich habe schon längst vergessen, was wir gedreht haben, nämlich dass du fertig machst. Guckt auf jeden Fall auf Marvins Kanal vorbei. Ihr findet den Link zum Video unten in der Beschreibung und jetzt auch nochmal hier so. Krass. Und ja, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt. Und dann würde ich euch schon wieder sagen, sehen wir uns bald.